Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir erleben heute eine Debatte über die Mindestsicherung, wo Flüchtlinge vorgeschoben werden, um eine Neiddebatte anzuheizen, aber Sozialabbau durch das Hintertürchen zu betreiben. Und Sparmaßnahmen, die präsentiert werden, sind im Prinzip ein Anschlag auf unseren Sozialstaat. Einfach zu sagen, du bekommst kein Geld mehr oder du bekommst weniger Geld, löst, meine sehr geehrten Damen und Herren, keine Probleme, sondern es zerstört Existenzen. Und in meinen Augen, sehr geehrte Damen und Herren, ist das eine menschliche, soziale und gesellschaftliche Bankrotterklärung. Nein, wir sparen nicht auf den Rücken der Ärmsten. Nein, wir sparen nicht bei Alleinerzieherinnen. Nein, wir sparen nicht bei Familien mit Kindern. Und nein, wir sparen auch nicht bei Arbeitslosen und sozial Schwachen. Und wie heute, und da wird ja noch im Laufe der Landtagssitzung ein Antrag eingebracht, geht es um die Deckelung der Mindestsicherung auf 1.500 Euro. Abgesehen davon, dass diese Deckelung verfassungswidrig ist, stelle ich jetzt an Sie, die Herren von der ÖVP, folgende Frage anhand eines Fallbeispiels. Ein Ehepaar mit 4 Kindern, eines davon schwer behindert. Das 14-jährige Kind erhält Pflegegeld Stufe 6. Miete, und die Familie hat das Glück, in einer behindertengerechten Gemeindewohnung zu wohnen, beträgt 688 Euro. Die Mutter bezieht Kinderbetreuungsgeld von 617 Euro. Der Vater ist seit einem Jahr arbeitslos und erhält vom Arbeitsmarktservice 886 Euro. Abzüglich des anrechenbaren Einkommens von 1.503 erhält die Familie eine Ergänzung aus der Mindestsicherung von 665 Euro. Gesamt ist das 2.168 Euro. Nein, das ist schon alles inkludiert in, oh ja. Oh ja. Die haben eine 100 Quadratmeter Behindertenwohnung. Würde die Mindestsicherung auf 1.500 gedeckelt werden, würde diese Familie keine Unterstützung mehr aus der Mindestsicherung bekommen und ein Ehepaar mit 4 Kindern, eines davon behindert, würde rein nach Abzug der Mietkosten 800 Euro überbleiben. 6 Personen, 800 Euro. Und dafür sind Sie, meine Herren von der ÖVP, das kann es wohl nicht sein. Und solche Maßnahmen zu verlangen, sind in meinen Augen Zynismus und blanker Hohn. Die von den NEOS, sie haben eingebracht Sachleistungen bei der Reform der bedarfsorientierten Mindestsicherung. Ja, zu Sachleistungen dort, wo es Sinn macht, zum Beispiel bei Wohnkosten, bei Energiekosten und bei der Hilfe zur Arbeit. Denn das Wichtigste ist auch, Anreize für Arbeit zu schaffen. Da geht es vor allem um Qualifikationsmaßnahmen. Und die Stadt Wien wird mit ihren neuen Wiener Jugendunterstützung Back to the Future einen richtigen Schritt in diese Richtung setzen. Hier geht es um individuelle Bildungs- und Beschäftigungsziele für junge Menschen, damit sie wegen eigenverantwortlich und ein sinnvolles Leben führen können. Und zu Ihnen, Herr Blümel. Bezugsdauer der bedarfsorientierten Mindestsicherung ist in Wien 2014 9 Monate gewesen. Im Schnitt im Jahr, bitte. Im Schnitt im Jahr.
nein, nein. Und im Vergleich zur früheren Sozialhilfe ist der Aktivierungsgrad bei dem BMS-Bezieher deutlich erhöht worden. Arbeitspolitische Maßnahmen wurden gesetzt, zum Beispiel Step to the Job, eine Integrationsmaßnahme für BMS-Bezieher in den Arbeitsmarkt. Und in Wien hat es seit Einführung der Mindestsicherung 56.750 Arbeitsmaßnahmenaufnahmen gegeben. Und ich glaube, das zeigt ganz klar, die Mindestsicherung ist ein Sprung wieder in den Arbeitsmarkt und nicht so, wie viele von Ihnen immer wieder bedeuten, eine soziale Hängematte für sozial Schwache. Dankeschön.